Hallo. Krankheit sucht mich heim. Und irgendeine Krankheit sucht mich heim. Willkommen, Freunde des Kanals, bei einer weiteren Aufnahme. Käselord im Ultrawetter-Simulator. Das war lustig, oder? Käse ist nicht gut. Käse ist Tierleid drin. So. Alles klaro. Wir wollten... Ich hab's mir ja markiert, ne? Was ich letztes Mal machen wollte. Ich wollte nämlich... wo wollte ich denn hin? Eigentlich wollte ich hier hin, weil das eigentlich wieder an war, dieses Dings. Bums. Aber okay, dann machen wir erst die Quest, oder? Wir machen erst die Quest. Das ist okay. Ach, hier ist auch ein Schnellreisepunkt, apropos. So, wie sehen unsere Taschen aus? Gut. Ey, wir sind hier richtig ready. Wir sind hier richtig ready to rumble. Cool. Nehme ich überhaupt richtig auf? Ja, nehme ich. Okay, dann werden wir erst da die Quest uns holen und die Aufnahme machen wir ein paar Open-World-Sachen, nicht wahr? Fragezeichen. Toll. So, das muss nämlich auch sein, weil sonst kommen wir ja nicht voran, so wirklich. Und wir wollen aber so wirklich vorankommen, deswegen. Vielleicht ein paar Nebenquests hier und da. Tralala. So, was haben wir denn hier Schönes? Da ist auf jeden Fall eine Blume, die ich mitnehmen möchte. Der Allgott hat 6 Ferkel verlangt. Du hast nicht mal ein einziges mickriges Ferkel beschafft. Kein Wunder, dass er uns verflucht hat. Oh, wir sind verdammt. Du hast den sauren Wein gebracht. Der Fluch ist so sehr deine Schuld wie meine. Was macht ihr hier? Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen. Mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unsere hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Dieser Allgott, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Gottheit? Nein, eine neue Gottheit. Schon unsere Vorfahren haben ihn verehrt. Es heißt, Roslav von Erzdorf sei hergekommen, um Reisig zu sammeln. Plötzlich stand ohne Grund ein Busch in Flammen. Ah. Und Roslav hörte eine Stimme aus dem Boden, die Opfergaben und Gehorsam verlangte. Seitdem kommen wir her und opfern. Dafür wacht der Allgott über uns und bewahrt uns vor dem Bösen. Das sieht man. Genau, das ist ja die große Lüge, ne? Ist ja im Real Life auch so mit der komischen Religion. Die einem halt sagen, hier ist noch nicht das Paradies, aber wenn du tot bist, kommst du ins Paradies. Sehe ich als, ist egal. Warum nicht jetzt das fucking Paradise? Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Ja, was stimmt denn damit nicht? Uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? Tja, was soll man da machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlägel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen. Heischrecken? Oder Heuschrecken. Ich könnte mich bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Gieriger Gott. Na, dann mal los. Oh, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not, bitte, bitte. Du wagst es, meine heilige Ruhe zu stören, Sterblicher? Ich wage es, sie zu stören, damit du in deiner Heiligkeit den, Fluch von den Bauern nimmst. Sie haben wirklich keine... Sie müssen mir angemessene Opfergaben bringen, sonst gibt es eine Dürre, Hagelschlag, Erdbeben, Steinschläge. Ich habe gesprochen. Steinschläge hier? Wie soll das denn gehen? Ach, Geralt, manchmal stellst du echt dumme Antwort Fragen. Vom Allgott. Gut, wir können unser Gespräch fortsetzen, wenn ich ihn finde. Die Stimme kam von unten. Tja. Wein oder vielmehr Essig. Aber es hat ihn trotzdem jemand getrunken.
Ich könnte dem Geruch nachgehen. Eine Illusion. Eine Illusion. Aber nicht mit uns. Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Geralt von Riva. Ist mir ein Vergnügen. Ja. Ich dachte mir ja, dass der Allgott ein körperliches Wesen ist. Aber dass er so fett ist, hätte ich nicht gedacht. Hast dich schön auf Kosten der Bauern gemästet. Kosten, Kosten. Und was ist mit der Hilfe, die ich ihnen gewährt habe? Segen, Absolution und erleuchteten Rat? Ja. Diese Leute brauchen das, glaub mir. Ich würde immer noch über sie wachen, wenn sie ihren Teil beitrügen. Aber diese jämmerlichen Brosamen in letzter Zeit... Die sie ihren Kindern vom Munde absparen. Und dann hast du sie auch noch verflucht. Und verflucht bleiben sie auch, bis sie mir angemessene Opfergaben bringen. Quark und Molke sollen sie vergessen. Das kannst du ihnen sagen. Sitzt du schon lange in diesem Loch? Seit einem Jahrhundert vielleicht. Ach, das geht ja. Eines Winters habe ich hier Zuflucht gesucht. Und ein Feuer angezündet, so groß, dass die Flammen durch den Riss geschlagen sind und die Büsche oben in Brand gesetzt haben. Ich musste husten. Und plötzlich hörte ich einen Bauern. Eine Stimme aus dem Nichts. Ein Wunder. So wurde ich ein Gott. Eher ein Parasit. Vielleicht auch das. Aber was sind dann Freya und Melitele? Wollen Gebete und Opfergaben. Geben aber nichts zurück. Ich rede immerhin. Jetzt hör mal zu, Speckarsch. Du gibst dich mit dem zufrieden, was du kriegst, sonst werfe ich dich den Raben vor. Verflixte Reformer. Na schön, ich speise bescheidener. Aber nur bis Kriegsende. Keinen Tag länger. Ich will ihn noch beklauen. Verbesserte Kartesche. Hat er noch was? Können wir das schon herstellen? Absolut können wir herstellen. Oh, das ist ganz cool. Das könnte uns... Verbesserte Kartesche. Da fehlt uns... Longrope. Da fehlt uns einfach Longrope. Okay, jetzt sage ich denen, dass das gar kein Gott ist. Was Neues? Ich habe mit eurem Allgott gesprochen. Persönlich. Und wird er sich unser erbarmen? Wird er. Er hat versprochen, mit allem zufrieden zu sein, was ihr bringt. Ich hab's doch gesagt. Der Allgott ist gnädig und verständig. Danke, Hexer. Bitte. Oh, eins noch. Wusstet ihr, dass unter diesem Hügel eine Gruft liegt? Ihr könnt sie ja mal ansehen. Faszinierende Architektur. Jetzt bin ich gespannt, ob die das machen. Die machen das. Okay, ich dachte. Wäre aber cool gewesen. Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Tja. Dann macht's mal gut, der kleinen Mäuse. Papa geht Abenteuer erleben. Oh, ist doch ganz schön weit, oder? Plötzlich erscheine. So, das ist auch gut für unser Geldbeutel, wenn wir ein bisschen questen. Entschuldigt. Oh,
Ich bin schon wieder der Markierung zum Questziel gefolgt und nicht dem Wegpunkt, den wir selber markiert haben. Naja, so weit kommt von so weit. Tanzen wir. Ey, das war so gemein. Das war perfekt. Also die neue Ausrüstung ist schon besser. Wir kriegen viel weniger Damage. Ach komm, ich gehe zu Fuß weiter. So. Soll ich meinen Mann zum Fluss schicken? Vielleicht fängt er ja was. Ich glaube, wir müssen nur unsere Greifen-Dings. Warte mal, ich kann das ja mal als Hauptquest aktivieren. Ist das kein Hexerauftrag? Schatzsuche. Wolfsschule, Katzenschule. Der Wolfsschule, der Katzenschule. Genau. Greifenrüstung. Machen wir einfach mal an. Dann holen wir uns noch die Waffen von der Greifenrüstung und dann freuen wir uns. Wir ziehen dir die Haut ab. Hey ho. Sohn einer Ziege! Okay, erst den Fernkämpfer. Stirb! Flüche! Der Drecksherr verflucht uns! Das war gemein, die Animation hat bewirkt. Oh, oh, oh. Ein Wag. Nicht gut. Meine Güte. Der vergiftet sich doch jetzt, oder? Okay. Axtkämpferstiefel. Verbessertes verfluchten Oil. The Oil of Olaf. Siehst du schon? Gibt's Geld. Hupsi. Können wir alles verkaufen. Zum Looten gucke ich immer nur noch auf der Minimap.
So, da ist auf jeden Fall noch ein Vieh. Was? Mehrere Viecher. Och, das sind so viele. Wenn es so viele sind, ist es immer ein bisschen tricky. Ein bisschen tricky. Aber egal. Oder auch nicht. So. Ich mache mir erst hier so. Und ich speichere mal. Das ist immer eine gute Idee. Gary, bleib ruhig. Bleib ruhig, Gary. So, was haben wir denn hier? Das sind viel. War besser, ne, ey. Ah, da ist ein Fernkämpfer, wo ich rankomme. Okay, die muss ich mehr splitten auf jeden Fall. Wieso halte ich meinen Hals fest? Das macht man so, wenn man ein cooler Typ ist. Ich nehme nur eine Schwalbe und dann nehme ich einen verbesserten Donner. Wenn wir jetzt dabei sind, damit die alle umfallen, wie die fliegen. Und dann freuen wir uns. So. Schwupsi, schwupsi und go. Gary! Rechts, wir aber. Das ist ja eine doofe. So ist schon besser, so. Wieso visiert er denn den da hinten an? Das hält er nicht durch. Zu schnell, der Hurensohn. Jetzt reicht's mir aber. Dein Tod wird qualvoll. Okay. Du wirst sterben, Abschau. Ist erledigt. Reihe bilden. Scheiße. Setz dich auf ihn, Schwein. Verdammt. Da waren Bienen. Oh, fuck. Wird den Leben auf Wiedersehen. Dein Tod wird qualvoll. Reihe bilden. Verdammt. Ich schlitz dich ab. Oh, da habe ich sogar ein NPC-Dorf freigespielt. Oh, da freue ich mich aber. Was weinen die denn jetzt schon wieder alle? Mann, ey. Wisst ihr, ich rette hier. Du brauchst wirklich keine Kinder als Preis für deine Hilfe? Guck mal, da ist ein richtiges Massaker hier. Weinen die einfach.
Ja, gib mal alles her hier. So. Bitte nicht das. Nicht schon wieder. Du siehst aber schlimm aus. So. Aber das hast du mich doch schon gefragt. Versteckt euch, Leute! Versteckt euch! Lass es bleiben. Er kommt schon von allein. Voll cool. Wir haben Honigwaben. 11 an der Zahl. Einfach. So, habt ihr noch mehr hier? Gnadenreiche Werner. Beschütze mich vor dem Bösen bei Tag und bei Nacht. Hm? Das sollten wir nicht. Wir können die Hoffnung nicht aufgeben. Ein Rubin? Eine Krankheit sucht mich heim. Schwalbe, Schwalbe, Dornengestrüpp. Oh, die kann lesen. Beschütze mich vor dem Wenn ein Mann feierlich gegen einen Pakt verstößt, Brüder und Schwestern, schließt euch uns der in Teufelssprung an. Sieben Köpfen und 10 Hörner. Das reicht. Ich will nichts mehr hören. So, dann meditieren wir jetzt bis Mittag. Weil, dann können wir uns ein bisschen heilen noch. Die Zähne der alten Henne verfaulen, damit mein Mann sich von ihr fernhält. So. Die wilde Jagd holt sie alle. Honig ist super. So, alles klar. Das war viel zu easy. Gucken wir mal hier. Lalilei. Oh, was Lass haben wir hier? Ihn nicht zu Atem kommen. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Küche. Sucht uns. Und er hätte ich gerade Jetzt bist du dran. Das sind auch wieder sehr viele. Ziel das! Alle zusammen, Leute! Dreckschwein! Okay, da ist ein Range-Dings. Bist du dran? Verdammt! Meine Güte! Los, meine Lieben! An die Arbeit! Keine Angst! Dir wird's noch leid tun, dass deine Mama dich rausgepresst hat! Küche! Der Dreckskerl verflucht uns! Jetzt bist du dran. Hey ho! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Hexerei! Hier lohnt sich ein Igni, wenn die alle vor mir kuscheln. Dreckiger Bastard! Zeit ist zu bang. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Das sind zu viel.
Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Haltet die Schnauze und kämpft! Da ist ja auch noch welche! Oh Gott! Wie viel sind denn das? Lasst mich mal! Du Dreckshexer! Hey ho! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Hexerei! Bringen wir es zu Ende! Ja, den Kopf verloren! Fast am Ende, was? Ach Mann, ey. Okay. Er zaubert! Der Bastard zaubert! Hey ho! Das waren 8000. Und wir sind selber LAN, aber das ist mir egal. Gestern haben wir eine Silberschale und eine Rubinbrosche auf dem Grund gefunden. Königin Zulikers Schatz ist also wirklich irgendwo dort unten. Vielleicht im Laderaum eines Schiffwracks oder vor der Westküste. Aber wir können sie uns im Augenblick nicht ansehen. Zu viel Seetang. Wir müssen warten, bis sich das Meer wieder beruhigt hat. Wir schlagen ein Lager auf. Aha. Dann verfolgen wir das mal. Also da irgendwo gibt es einen Schatz. Aber ja. So. Ah, wir können ja auch nicht schnell reisen, oder? Wenn wir überladen sind. Aber das ist alles bares Geld. Alles bares Geld. Aber da gibt es ja was von Ratio Farm, nicht wahr? Ich bin schlau, oder? Bin ich nicht schlau? Da gehen wir gleich hin. Ich bin auf jeden Fall sehr vergiftet.
Der will immer nichts von mir wissen irgendwie. Schwalbe, Schwalbe. Dornengestrüpp. Tja. Dann nehme ich hier so einen Dulli-Händler eben. Ist mir egal. Grüß dich. Schwer. Genau wie. Ich. So viel Geld hat er gar nicht. Ja. Ach, was hat er? Hat er noch irgendwas Wichtiges? Nee, was ist denn das hier? Gehärtetes Holz. Was auch immer. Nicht der beste Ort für einen fahrenden Händler. Profite und Risiko gehören zusammen. Der Krieg bringt manches Elend, das stimmt. Aber das Leben geht weiter. Und wo es Leben gibt, gibt es Handel. Du riskierst für ein paar Münzen dein Leben? Geld, mein Freund, ist unwichtig. So sehr ich es versuche, ich kann nicht stillsitzen. Also ziehe ich durch die Welt. Ich sehe neue Orte, spreche mit Unbekannten. Das gefällt mir. Und das ist das Risiko wert. Leb wohl. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. So. Genau. Sind wir ein bisschen reicher jetzt? So. Das ist doch schon mal eine Kiste, oder? Ja. Okay. Furchtbar. Einfach durchspammen hier. Oh Gott. Oh Gott.
Wie viel sind denn das bitte? Hört das überhaupt mal auf? Ich habe doch jetzt das ganze Spiel von Ertrunkenen gereinigt, oder nicht? Nee, da sind wieder zwei. Oh nein, Erscheinungen. Okay. Level 15 auch noch. Verlieren wir die Nerven. Okay. Das sind drei Stück. Nee, es war eine Illusion. Was für eine Shitshow. Ah, falscher Knopf. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Gespeichert hat mit den Ertrunkenen. Okay, das ist auf jeden Fall too strong hier für uns. Wir haben zu schwache Waffen. Ich glaube, ich mache jetzt erst die Greifen-Ausrüstung fertig. Weil das ist zu krass. Das ist einfach zu krass. Äh.